Korbach auf der Aue. Noch herrscht Ruhe vor dem Impfzentrum des Landkreises Waldeck-Frankenberg an der Louis-Peter-Halle auf der Aue in Korbach. Die Straße jetzt auch aufzuziehen und wir haben diverse Einbauten vorgenommen. Zum einen hier jetzt eine Rampe, barrierefrei, die wird noch belegt mit einer Sauberlaufzone. Und hier werden die Personen dann runtergehen und dann hier an die vorgelagerten 14 Anmeldeplätze verteilt werden und können sich da verteilen zur Anmeldung. Und da gehen wir jetzt mal hin. Vorgesehen für Begleitpersonal, die haben nicht nur zwei Karten bereit gegeben. Die Leute, die sind gleich wieder vorne ab, die werden dann hier runtergeleitet. Das ergibt mal die 15, wieder die 1000, sodass sich in einer Stunde in so einem Gang 22 Personen dann befinden. Das ist eine Impfstraße, das ist eine Impfstraße. Jede Impfstraße beginnt mit einem Beratungsbereich, wo, wenn Sie noch weitere Informationen benötigen zur Impfung, ein Arzt Ihnen dann in einem persönlichen Gespräch diese dann erläutert, diese Informationen gibt und das weitere Geschehen erläutert. Die fehlen noch, die Liegen, die sind noch im Zulauf, die ersten Kabinen sind mit Liegen ausgestattet, alle anderen sind nur zum Sitzen. Auch hier jede Impfkabine. Da sind wir noch ein bisschen am Aufbauen. Das werden wir heute noch fertig stehen. Karl-Friedrich Frese, Gesundheitsdezernent hier im Kreis Waldeck-Frankenberg. Am 23. November 2020 kam der Einsatzbefehl des Landes Hessen, ein Impfzentrum bis zum 11. Dezember auf die Beine zu stellen. Heute ist der 10. Dezember und es kann fast Vollzug gemeldet werden. Ja, das ist so. Wir haben die Aufgabe übernommen, ein Impfzentrum für den Landkreis Waldeck-Frankenberg und seine Bürgerinnen und Bürger aufzubauen, hier in Korbach an der in der Louis-Peter-Halle, eine Dreifeld-Sporthalle, die die Größe bietet und auch das Umfeld zum Parken und für die Organisation des Impfvorganges. Hier werden dann ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt, den das Land vorgeben wird, 1000 Bürgerinnen und Bürger jeden Tag geimpft werden können. Wir können jetzt im Grunde genommen fertig melden nach Wiesbaden. Nun sind es ja weniger als 3 Wochen. Das ist ja doch eine erhebliche Herausforderung, logistisch, personell, organisatorisch gewesen. Ja, das ist so, aber unsere Verwaltung ist gut aufgestellt. Wir haben Fachleute in allen Bereichen, vom Katastrophenschutz und Rettungsdienst auf der einen Seite bis zur Gebäudewirtschaft auf der anderen Seite und natürlich der Fachdienst Personal. Wir haben das Baufachliche auf den Weg gebracht. Unsere Leute können planen und bauen, und das ist geschehen und das Ergebnis kann man ja sehen, die Impfstraße ist betriebsbereit. Der Landrat Dr. Rainer Kubrat hat im Vorgespräch so ein bisschen mit Stolz gesagt, der Landkreis Waldeck-Frankenberg ist seines Wissens der einzige, der dieses Impfzentrum mit eigenem Personal betreiben wird. Macht das stolz? Ja, ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Ich meine, es geht ja nicht darum, für einen kleineren, überschaubaren Zeitraum hier ein Impfgeschehen abzubilden. Das Ganze ist ausgelegt auf 250 Tage, also auf ein Dreivierteljahr. Da bedarf es Stetigkeit. Und wir waren von Anfang an der Aufgabe, der Auffassung, dass man das nicht mit rein ehrenamtlichem Personal wird schultern können und mit Fremdpersonal. Und deshalb stellen wir uns als Landkreis mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, genauso wie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit ihrer Mitarbeiterschaft, diese Aufgabe und wollen das abbilden. Jetzt heißt es also abwarten, was für Impfstoff wann zugelassen wird. Der Kreis Waldeck-Frankenberg steht bereit. Das ist so. Wir warten jetzt auf Impfstoff und auf den Einsatzbefehl zum Impfbeginn aus Wiesbaden. Das Beste, was Waldeck-Frankenberg zu bieten hat. Das Beste, was Waldeck-Frankenberg zu bieten hat. Eder Dampfradio. Eder.